Wo war das Mittelstand? Im Namen des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft begrüße ich Sie auf das Herzlichste zu einer neuen Ausgabe unserer Quo Vadis-Reihe. Diesmal aus dem Kontor in Erfurt, im Norden unserer Stadt, übertragen wir die Sendung von Noxus TV. Wir begrüßen in unserer Mitte, das ist mir eine große Ehre, den Thüringer Innenminister Georg Mayer. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Wir begrüßen den international tätigen Unternehmer Klaus Erdmer und als Moderator Richard Schäfer, mit dem ich bereits die erste Veranstaltung zum Thema Quo Vadis gemacht habe. Damals ein Thema, was den Innenminister auch berührt hat und hätte und auch immer noch tut, nämlich es ging um die Frage Quo Vadis Deutschland, das Thema innere Sicherheit. Dies ist heute nicht unser Thema, sondern unser Thema ist heute, wie stellt sich der Mittelstand auf, wie kommt er aus der Corona-Krise und was sind die Perspektiven? Dort gibt es natürlich viele Dinge zu sehen, zu beachten, Veränderungen werden eintreten. Wir beschäftigen uns heute mit dem Aspekt Internationales. Was hat sich verändert? Was kommt auf uns zu? Wir sehen gerade dramatische Einbrüche in der Exportwirtschaft, einen der wesentlichsten Faktoren unseres Wirtschaftslebens. 30% sind die aktuellen Zahlen. Die Wirtschaft spricht von Horrorzahlen. Wir sind aber nicht hier, um düstere Aussichten zu verbreiten, sondern Wege aus der Krise zu zeigen. Wie kann es gelingen, als Unternehmer sich international aufzustellen, sich von dem Druck der Abhängigkeit internationaler Lieferketten zu befreien? Und wie können wir lebensnotwendige Produktion wieder in unsere Heimat zurückholen? Und mit Heimat meine ich damit die europäische Gemeinschaft. Die Frage, die sich für uns alle ergibt, ist, wie können wir als Mittelständler überleben? Denn es handelt sich hier um die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für die deutsche Wirtschaft. Und natürlich ist der deutsche Mittelstand davon am stärksten betroffen. Aber überall, wo eine Krise ist, ist auch eine Chance. Und das auszuloten, darum geht es heute. Wenn Sie schnell irgendwo hinkommen wollen, dann gehen Sie alleine. Wenn Sie weit kommen wollen, dann gehen Sie gemeinsam. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier die Runde haben zwischen Wirtschaft und Politik, denn wir können die Probleme, die wir gegenwärtig zu bewältigen haben, nur gemeinsam lösen. In diesem Sinne begrüßen wir alle Teilnehmer. Aus Berlin wird jetzt gleich Dr. Völz zugeschaltet, unser Diplom-Volkswirt. Und unsere hervorragend arbeitende Volkswirtschaftsabteilung in Berlin wird einen Gesamtüberblick über den Anfang, über ein Statement zur Gesamtsituation unserer Wirtschaft mit Thüringer Aspekten geben. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich an unseren Moderator übergeben, an Richard Schäfer. Ich freue mich auf die Moderation, freue mich auch auf Ihre Fragen im Live-Chat, die ich dann gerne an unseren Moderator weiterreiche. Ein paar auserlesene Gäste sitzen im Publikum, die das ein oder andere möglicherweise auch noch dazu zu sagen haben. Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung, auch für uns eine Premiere im Live-Chat. Schauen wir mal und hoffen auf gutes Gelingen. Vielen Dank. Also nochmal für alle die, die jetzt von draußen zuschauen. Es besteht also die Möglichkeit, hier im Chat Fragen zu stellen, hier, die wir dann in der Diskussion auch beantworten wollen, soweit wie möglich. Und ich freue mich also auch auf spannende Ausführungen. Ein Thema, das mir selber nicht so besonders liegt, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich auch erst kurzfristig damit beschäftigen können. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir hier mit dem Mittelstand und mit den Vertreter und mit Herrn Minister Mayer kontroverse vielleicht, aber auch eine zukunftsweisende Diskussion hinbekommen, wie es dem Mittelstand in 10, 20 Jahren geht, also 9 Jahre nach der Buga oder 10 Jahre nach Corona. Und also wir begrüßen Herrn Klaus Erdmer, Chemrock Spezialmaschinen GmbH. Wer sich nicht damit beschäftigt hat, der sollte jetzt vielleicht einen kleinen Input bekommen, was Ihre Firma macht. Ich habe also vorhin schon festgestellt, dass Sie nicht nur in der kleinen Rhön vertreten sind, sondern weltweit. Vielleicht können Sie den Zuschauern kurz erklären, womit Sie Ihr Geld verdienen.
Ja, die Firma Chemrock gibt es eigentlich in der Form erst seit 11 Jahren. Ich selbst bin auf dem Gebiet der Bohrtechnik und der Frästechnik, Gesteinsfrästechnik, seit 30 Jahren unterwegs. Und wir produzieren für die Bauindustrie, für den Tunnelbau, für den Abbruch, für den Kanalbau, Anbaugeräte für Bagger. Ja, wir produzieren Maschinen, die also am Bagger angebaut werden und dort das Gestein fräsen. Ich habe angefangen im Jahr 2000 und als Ein-Mann-Show, hatte dann im Oktober 2000 meinen ersten Servicemechaniker. Ich war also alles gleichzeitig, nicht die Sekretärin und der Chef und der Servicemann und auch noch der Monteur. Und habe dann im Oktober 2000 den ersten Monteur eingestellt, 2002 die erste Sekretärin. Und dann hatte ich Freiheit. Ich konnte raus, nicht? Ich wollte raus. Und dann bin ich einfach 2002, hatte ich ein Angebot bekommen, an der Bauma China teilzunehmen. Das war die allererste Bauma China in Shanghai und auch an der BISIS in Peking. Und das war so ein Angebot in der Kombination. Und da bin ich hin, haben wir eine Maschine geschickt, zurechtgemacht, dahingestellt. Und dann war ich 2002 das erste Mal in China und das war ein richtig guter Erfolg. Also wir waren nur 3 Mann in der Firma, man muss also keine Angst haben, man kann auch klein sein und man muss sich einfach nur rauswagen. Nicht? Also Mut braucht man, man soll nicht ängstlich sein und den Mut hatte ich auch ein bisschen. Leichtsinn war natürlich damals dabei gewesen. Ja, 2004 ging es dann weiter, da wurde dann ein Mitarbeiter in Indien gefunden und ich habe dann in Indien angefangen. Und im Jahr 2006 bekam ich die Möglichkeit, mit einigen Partnern in Katar auch eine Firma zu gründen, damals die Aircut Middle East. Die gibt es heute noch, die produziert heute für uns Stahlbauteile und ist unser Vertriebspartner natürlich für den Mittleren Osten. Wobei das sich jetzt alles durch die politische Situation, Blockade Katar, etwas schwierig gestaltet. Aber wir operieren von Dubai auf der einen Seite und von Katar in den Oman und Kuwait. Der anderen Seite, also 2006, wurde diese Firma in Katar gegründet. Sehr erfolgreiches Setup dort, sehr gute Partner, sehr gute Leute, sehr vertrauenswürdig, sehr ehrlich, muss ich sagen. Ja, und dann ging es einfach weiter, nicht? Man hört ja nicht auf, man will ja weitere Gebiete auf der Welt erobern. Und dann habe ich einen jungen Mann in Russland kennengelernt, den Jewgeni. Der wurde dann 2008 eingestellt und hat sich dann um den russischen Markt gekümmert. Ich habe dann einen Herrn kennengelernt in Chile, der hat sich um Südamerika gekümmert und habe dann, ja, ich habe dann im Jahr 2012 bin ich so einen Schritt gegangen in die USA, weil den Markt hatten wir noch nicht so richtig. Wir hatten dort zwar einen Händler, aber der tat meiner Meinung nach zu wenig und ja, und dann habe ich dort die Drumcutters Inc. gegründet und das war in Phoenix, Arizona, genau genommen Apache Junction, also so ein Randstädtchen von Phoenix. Und diese Firma, die hat dann eben die Maschinen dort in USA vertrieben. 2015 Schritt nach Brasilien, da lief noch alles gut. Wir haben dann die Aircut do Brasil gegründet. Wer das vorhat, sollte mal bitte vorher mit mir sprechen. Das ist also wirklich nicht einfach, in Brasilien eine Firma zu gründen. Da gibt es also sehr, sehr viele Hürden, sehr hohe Bürokratie. Und als wir die Firma fertig gegründet hatten, dann kam natürlich die Krise und da haben wir auch nicht viel verkauft. So sind wir also heute, so stehen wir heute. Ich habe dann im Jahr 2017 einen Teil der Firmen auch verkauft an die Firma Atlas Copco, die ist sicherlich auch wer in der Baubranche unterwegs ist, ist das sicherlich ein Begriff und bekannt. Und bin jetzt mit der Chemrock weiterhin unterwegs. Natürlich, wir bauen Spezialprodukte, Spezialmaschinen, Spezialfräsen für den Kanalbau und so weiter. Ja, und sind jetzt auch wieder aktiv in Russland, in China, in Australien, in USA, in Kanada, natürlich in Europa. Natürlich in Europa, unser erster Markt, natürlich auch in Deutschland. Tja. Vielen Dank, Herr Minister Meyer. Wenn Sie das hören, das ist ja eine kleine Erfolgsgeschichte. Wie viele gibt es davon in Thüringen? Ach, da gibt es, glaube ich, zahlreiche Fälle. Wir Thüringer sind ja ein bescheidenes Völkchen. Wir gehen damit nicht so hausieren, sag ich mal, dass wir gut sind, aber wir sind es halt in vielen Wirtschaftsbereichen. Wir sind in bestimmten Nischenmärkten, sind wir auch Champions.
wo wir sagen können, wir bieten eine Spitzentechnologie an. Und ich hatte ja, bevor ich Innenminister wurde, das Vergnügen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium zu sein und durfte dort auch einige Delegationen durch die Welt begleiten. Herr Blechschmidt sitzt im Publikum, wir waren zusammen in Indien, dort sind viele erfolgreiche Kooperationen auch in die Wege geleitet worden. Brasilien war ich auch schon und Russland. Also man sieht, Thüringen ist mittlerweile international weltweit aufgestellt. Ja? Und das ist auch gut so, weil wenn die Wirtschaft wachsen soll, dann muss sie international vernetzt sein und das nicht nur in Europa, sondern weltweit. Aber ich kenne, wie gesagt, mittlerweile eine ganze Reihe von Unternehmen, die da so aufgestellt sind und ich finde das auch gut, natürlich. Vorhin war die Rede davon von Herrn Bitterberg zum Beispiel, dass also junge Unternehmen auch unterstützt werden müssen, ermutigt werden sollen, solche Schritte zu gehen, wie jetzt Herr Erdmer vorgestellt hat. Welche Chancen sehen Sie denn aus der Politik, junge Unternehmer in dieser Richtung da zu fördern und zu unterstützen? Wissen Sie, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Einstellung. Man sollte nicht gleich über das Geld reden, sondern eine unternehmerische Einstellung ist das, was das die Haupttriebfeder ist und der Haupterfolgsfaktor. Ich weiß das, weil ich aus einer Familie komme. Mein Vater hat sich auch selbstständig gemacht, hat ein Unternehmen aufgebaut. Mein Bruder hat das weitergeführt. Ich weiß, was das heißt. Also das ist am Anfang sehr viel Blut, Schweiß und Tränen. Ja? Und es geht nicht immer bergauf, sondern es sind einige Täler zu durchschreiten. Und das muss man sich halt auch zutrauen. Also auch, sag ich mal, Risiko nehmen zu wollen. Und das ist das, was Sie ja auch gemacht haben. Sie sind ja auch einfach los, ja, und haben es versucht. Und nicht immer klappt es. Und wie kann ich eine Einstellung vermitteln? Das fängt natürlich sehr früh an. Ich wäre dafür, dass wir das auch in der Schule noch besser oder vermitteln können, was Unternehmertum heißt. Ja. Warum nicht auch ein Schulfach anbieten, wo man einfach auch eine Schulfirma betreiben kann oder sonst irgendwie. Einfach den jungen Menschen Lust machen, jetzt nicht in den öffentlichen Dienst zu kommen, sondern sich selbstständig zu machen. Das sage ich als Innenminister und weiß, ich schieße mir eigentlich ins Bein, weil ich ja auch darauf angewiesen bin. Die Lehrer fehlen, ne? Dass nicht nur Lehrer, sondern natürlich, wir suchen auch immer engagierte Polizistinnen und Polizisten. Und das ist mittlerweile auch schon eine Herausforderung, diese zu gewinnen. Und dann kommt natürlich der zweite Punkt ist, es muss auch Menschen geben, die in der Lage sind, solche Firmen dann auch mit Geld zu unterstützen. Da spricht man auch oft von Startkapital oder Risikokapital. Ich war, bevor ich in die Politik gekommen bin, bei der KfW beschäftigt und habe dort die Gründungsfinanzierung geleitet. Also ich weiß auch da ganz gut, was los ist. Ich habe, ich glaube, die Businesspläne, die ich alle gesehen habe, die kann man gar nicht mehr zählen. Also da gibt es ganz viele Tipps, die ich da auch loswerden könnte, aber dazu reicht die Zeit heute nicht. Haben Sie den Eindruck, dass es in Thüringen nach wie vor junge Leute gibt, die diesen Schritt, so wie Herr Erdmer vorgestellt hat, gehen wollen? Ja, auch in Thüringen. Ja. Aber es gibt davon nie genug, würde ich mal sagen. Also es ist wichtig, so eine Gründerkultur auch zu fördern. Und ich appelliere immer auch daran, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit jungen Menschen in Kontakt komme, sich doch das einfach mal zuzutrauen. Nun habe ich selber drei Kinder, die gerade in dem Alter sind, sich, sag ich mal, aufs Leben vorzubereiten. Also die studieren jetzt alle. Auch da versuche ich immer mal wieder den Gedanken einzupflanzen, also sich jetzt nicht nur, sag ich mal, weiß ich jetzt nicht, Richtung öffentlicher Dienste zu orientieren, sondern durchaus eine Unternehmensgründung mal in Erwägung zu ziehen. Das wird man jetzt sehen, soweit sind wir noch nicht, aber ich denke mal, das ist schon ein wichtiger Punkt. Danke. Herr Erdmer, ich muss jetzt mal zurückkommen auf das Thema von heute eigentlich, Corona-Krise. Wie sind Sie mit Ihrem Unternehmen in diese Krise hineingegangen und wie sind Sie da rausgekommen? Naja, ich will nicht sagen, dass wir da schon raus sind. Ja. Wir sind natürlich da reingegangen, wir sind geschockt reingegangen. Als das Ganze so losging, war ich gerade auf einer Messe in Las Vegas. Und da war eigentlich alles noch recht frei. Wir haben uns natürlich vorgesehen, dass wir uns da nicht infizieren. Und die Messe wurde dann einen Tag früher abgebrochen. Also Samstag fand nicht mehr statt. Und ich kam dann zurück, glücklicherweise, mit dem letzten Condor-Flug aus Las Vegas nach Frankfurt. Und in Frankfurt war eigentlich alles normal. Und dann war ja jede Woche, gab es ja neue Beschränkungen, neue Bestimmungen. Man wusste ja gar nicht mehr so genau, wo das alles mal hinläuft. Und jetzt wissen wir natürlich die letzten drei Monate, was passiert ist.
Ich meine, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, okay, Schluss, ich selber bringe mich selbst in Quarantäne, 2 Wochen. Ich habe mich dann auch auf Corona testen lassen, hatte da so eine Möglichkeit. Und wurde dann noch negativ getestet natürlich, was auch natürlich meiner Frau gefreut hat, muss ich sagen. Denn das ist natürlich auch nicht so unkritisch. Ich habe dann den Außendienst rausgesperrt aus der Firma. Also der Außendienst durfte nicht mehr in die Firma. Wir haben einen Servicetechniker, der also Kunden betreut hat, auch rausgefahren ist, soweit das möglich war. Und ansonsten ist eigentlich im Büro alles geblieben. Ich selber habe Homeoffice gemacht und auch meine Verkäufer haben Homeoffice gemacht. Und wir sind eigentlich sehr gut da durchgekommen. Also es gab bei uns glücklicherweise keinen Abbruch. Wir haben weiterhin Maschinen verkaufen können. Wir haben unsere Umsätze sogar im März und April steigern können. Und wir müssen einfach mal sehen, wo das weltweit in der Bauindustrie hinläuft. Ich meine, wir müssen einfach uns anschauen, es wurden viele Messen abgesagt. Wir lernen unsere Kunden ja kennen auf Messen. Und wenn wir keine Messen mehr machen, fehlen uns natürlich die Kundenkontakte. Und was ich jetzt jedem raten würde, ist, haltet die Kundenkontakte. Bleibt dran, macht Videokonferenzen mit den Kunden, versucht die Leute anzurufen, bleibt dran. Und wir selber als Firma, wir versuchen uns jetzt zu digitalisieren, weil unsere Maschinen sind speziell. Wenn eine Maschine jetzt zum Beispiel 2 Maschinen gehen nach Peru, da ist niemand, der hinterherfliegen kann und kann die Maschinen installieren, kann den Kunden einweisen. So, wir sind jetzt dabei, das alles zu digitalisieren. Wir machen ein digitales Anwender. Manual und wollen versuchen, den Kunden dann online im Prinzip einzuweisen. Das wird passieren. Wir werden sehen, wie sich die Messen weiterhin gestalten, ob die Bauma China stattfindet im November oder nicht. Wir werden sehen, wie Flugreisen weiterhin stattfinden werden und stattfinden können. Wir werden sehen, wie die Einreisebestimmungen in verschiedene Länder sein werden. Darf man nur noch einreisen mit einer Schutzimpfung? Darf man nur noch einreisen mit einer App? Wir haben jetzt zum Beispiel den Fall in Katar, unsere Leute dort, die müssen also eine App installieren. Und das ist natürlich eine App, da kann man auf alles zugreifen. Das ist tatsächlich so, aber die müssen das machen, die kommen ohne diese App vorzuweisen nicht mehr in den Supermarkt rein. Tatsächlich. Also wir müssen einfach sehen, wie sich das entwickelt. Ich sage mal, in den nächsten 4 Wochen wissen wir da mehr. Ich sehe das trotzdem, ich sage mal, positiv. Viele Leute stellen sich darauf ein, die Kunden stellen sich darauf ein. Die Kunden sind ja froh, dass sie was kriegen, dass wir liefern können. Herr Erdmann, vielen Dank erstmal für diese Informationen. Wir kriegen gerade ein Signal, dass Herr Dr. Hans-Jürgen Völz, Chef Volkswirt des Bundesverbandes, jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Und wir sind gespannt auf seine Ausführungen. Begrüße ich Sie alle recht herzlich und bedanke mich für die Gelegenheit, dort einige Worte sagen zu können, insbesondere über den deutschen Außenhandel und vielleicht noch einige Thüringer Einzelaspekte einzuwerfen. Also zunächst einmal, als Vorbemerkung, die deutsche Wirtschaft ist trotz Corona zunehmend global und international aufgestellt. Wir haben den mit bei weitem größten Offenheitsgrad als Volkswirtschaft. Offenheitsgrad ist der Quotient aus Export und Importe in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Da liegen wir deutlich über 80%, knapp an 90% und sind damit die offenste Volkswirtschaft innerhalb der G7-Staaten. Wir haben einen ausländischen Wertschöpfungsanteil von ungefähr an den deutschen Exporten von ungefähr 1/5. Vielleicht entsinnen Sie sich noch, vor einigen Jahren sprach Professor Sinn vom IFO-Institut damals als Präsident von der sogenannten Basarökonomie. Hat also die Gefahr gesehen, dass zu wenig in Deutschland produziert wird. Dinge kommen aus dem Ausland, werden hier veredelt und dann verlassen sie wieder die deutsche Grenze. Das ist mittlerweile weitestgehend relativiert. So verhält es sich nicht. Deutschland ist ein großer Gewinner des Außenhandels. Ja, der Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmen hat auch wirtschaftliche Verflechtungen im Ausland. Entweder direkt als Exporteur oder Importeur oder auch indirekt durch Zulieferungen an Unternehmen, die am Export oder Import beteiligt sind. Dem einen oder anderen Unternehmen ist das so in der Tragweite gar nicht bewusst, aber Untersuchungen haben ergeben, dass dies tatsächlich so der Realität entspricht. Und die deutsche Wirtschaft ist so im hohen Maße exportorientiert und es ist auch schon mittlerweile sozusagen allgemeingut geworden, dass knapp jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland vom Export abhängt. Direkt, aber auch indirekt. Jeder vierte Arbeitsplatz.
Und hinzuzufügen ist auch, dass Deutschland als rohstoffarmes Land, und das darf nicht unterschlagen werden, sehr auf Importe angewiesen ist, vor allem im Energiebereich. Die Energiewende setzt die deutsche Wirtschaft in gewisser Weise auch unter Druck, dort zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um zukünftig die tendenziell weiter steigenden Preise abzufedern, was nicht unbedingt leicht ist. Die Bundesregierung hat ja in ihrem Konjunkturpaket da auch auf Rücksicht genommen, aber das wird an dieser Stelle zu weit führen. Ja, man kann auch feststellen, dass wir von den Jahren 2014 bis 2018 als deutsche Volkswirtschaft Rekordüberschüsse erzielt haben in der Handelsbilanz. Und in allen 5 Jahren waren die Exporte vom Wert her 10 Milliarden Euro über dem Wert der importierten Waren. Also das mag Ihnen auch nochmal ein Beleg dafür sein, wie bedeutsam der deutsche Export ist. Wir werden ja regelmäßig auch damit konfrontiert, dass wir entweder Exportweltmeister oder Vize-Weltmeister sind, je nachdem, wie sich gerade China verhält und wie der Wechselkurs die Währungswerte beeinflusst. Ja, das Ganze hat Risiken und Chancen für den deutschen Mittelstand. Zum einen haben Unternehmen aus dem Mittelstand mit dem Außenhandel ja schon häufig in Berührung gekommen, wie ich schon darstellte, indirekt, direkt. Entweder durch Lieferketten, durch Exporte, Beschaffung, Transportdienstleistungen, Logistik, Zölle, durch Outsourcing, beispielsweise durch Nutzung von Callcentern im Ausland oder auch Veredelung im Ausland, grenzüberschreitende Dienstleistungen, die eine Rolle spielen bei der Rechtsberatung, Steuerberatung, Vermittler, die nicht unbedingt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind, sondern außerhalb Deutschlands oder Europas. Und natürlich auch Fördermittel, die aufgerufen werden können zur Stärkung des internationalen Handels. Und nicht letztendlich nicht auch zu vergessen, in zusehendem Maße aufgrund der demografischen Probleme, die wir in Deutschland haben, durch Fachkräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen. Wir als BVMW oder als Mittelstand allgemein, ich glaube, da kann ich für den gesamten Mittelstand sprechen, begrüßen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ausdrücklich. Diese Gesetzesinitiative, die ja auch letztendlich beschlossen worden ist, dient dem Mangel auf jeden Fall punktuell und auch branchenbezogen zu mildern. Also gänzlich abgeschafft wird dadurch der Fachkräftemangel nicht oder aus der Welt geschafft, aber es ist schon mal ein erster Anfang, der gemacht worden ist. Ein weiterer Aspekt, insbesondere auch begrüßen wir, dass es dort dieses Punktesystem nach kanadischem Vorbild eingerichtet worden. Darüber hinaus haben wir ein großes Interesse daran, dass Freihandel zukünftig weiter ermöglicht wird, dass tarifäre oder nicht tarifäre Handelshemmnisse, entweder Zölle oder auch Exportkontingente, rechtliche Vorgaben weitestgehend abgeschafft werden, auch wenn es tendenziell derzeit insbesondere auch durch den amerikanischen Präsidenten Bestrebungen gibt, Freihandel zu behindern. Wir hängen als deutsche Volkswirtschaft im erheblichen Maße davon ab, dass unsere Waren und Dienstleistungen im Ausland Kunden finden und werden uns auch dafür einsetzen, dass es zukünftig so bleiben wird. Dafür ist es allerdings auch wichtig, dass wir in Deutschland vorbildlich vorangehen und auch keine Handelshemmnisse gegenüber anderen Staaten, Drittstaaten, also nicht innerhalb der Europäischen Union, aber gegenüber Drittstaaten errichten. Vor einigen Jahren, und das ist Ihnen sicherlich auch nicht entgangen, ist das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, TTIP, gescheitert. Ein anderes mit Kanada ist auf den Weg gebracht worden, ist zwar noch nicht von allen Ländern der Europäischen Union ratifiziert worden, aber wir sind da auf gutem Wege. So, vielleicht noch ein aktueller Bezug. Gestern wurden Zahlen veröffentlicht zum Außenhandel, wonach der Außenhandel im Monat April, das ist einer der Hauptmonate, die durch den Lockdown der deutschen Wirtschaft beeinträchtigt worden ist, dass die Exporte dort ungefähr leicht über 31% gesunken sind gegenüber April 2019. Also innerhalb von 12 Monaten ein Einbruch der Exporte in diesem Monat April um 30%, also fast ein Drittel. Und in Zahlen sind das etwa 75 Milliarden Euro, die im Monat April exportiert worden sind. Und im April 2019 waren es noch 110 Milliarden etwa, wenn ich die Zahl richtig erinnere. Und das mag ich Ihnen mal verdeutlichen, was für ein großes Interesse und welche Maßnahmen wir auch als BVMW ergriffen haben, um insbesondere der Bundespolitik vor Augen zu führen, welche Konsequenzen wirtschaftlicher Art dieser Lockdown hat, wenn er nicht unüberlegt zurückgefahren wird, sondern unnötig lange aufrechterhalten wird. Das würde jetzt zu weit führen, auf Details einzugehen. Aber wir sind der Ansicht als BVMW, dass dort die Bundesregierung schon hätte wesentlich früher mit der Rückführung dieser Lockdown-Maßnahmen hätte beginnen können. So, es handelt sich also um einen historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung durch die Corona-Krise. Wir vermuten, dass
spätestens im Jahr Ende 2021, möglicherweise auch zu Beginn 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreicht ist und wir dort wieder weitermachen können, wo wir vor Corona geendet haben. Und wir wissen natürlich nicht, es ist ja nur ein Blick in die Glaskugel, aber alle bisherigen Einschätzungen bestätigen uns im Grunde genommen darin, dass wir wieder den Anschluss finden an die Vorsituation, an die Vor-Corona-Situation und uns dort doch gemeinsam ja wieder auf besseren Wege befinden. Und vielleicht noch mal ein Punkt, den ich vorhin mitgenommen habe. Es ist kein Selbstzweck Wachstum, Wirtschaftswachstum. Letztendlich geht es bei Wachstum, Investitionen, Arbeitsplätzen letztendlich um Wohlstand, Verteilung des größer werdenden Kuchens an die gesamte Bevölkerung. Und das Halten eines hohen Wohlstandsniveaus ist auch letztendlich eine Grundbedingung dafür, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland aufrechterhalten werden kann. Mit Sicherheit ist Wachstum allein kein Selbstzweck, sondern es ist Mittel zum Zweck. Und damit auch seitens des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft und des Mittelstands überhaupt von großer Bedeutung. So, ich spare mir jetzt die Bedeutung, darauf hinzuweisen, wie die Handelspartner Deutschlands sind im Einzelnen. An der Spitze steht bei den Exporten stehen die USA, Frankreich und China, bei den Importen China, Niederlande und die USA. Das ist, glaube ich, für die Anwesenden nicht so groß von Interesse. Ich möchte noch zu Thüringen das ein oder andere Wort verlieren. Das gilt aber für die gesamten neuen Bundesländer. Trotz dieser Sanktionen sind die prosperierenden Wirtschaftsbeziehungen, die es ja ganze Zeit lang zu Russland gegeben hat, nicht komplett von heute auf morgen inaktiviert worden. Es gibt noch drei Arten von Sanktionen, die wirksam sind gegen aufgrund der Krim-Situation auf der Krim, Russland sowie insbesondere auch der Sanktionen, die das verarbeitende Gewerbe treffen. Und das Geschäft von weit über 90% der deutschen Unternehmen ist nicht von Sanktionen betroffen. Es ist also punktuell, das trifft Thüringen und die neuen Bundesländer deutlich stärker als die alten Bundesländer, deren historischen Verflechtungen nicht so stark ausgeprägt sind wie die in der ehemaligen DDR. Und wenn meine Zahlen richtig recherchiert sind, dann sind es noch 222 Unternehmen in Thüringen, die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland unterhalten. Das ist also nicht von vorne gestoppt worden, sondern es ist eingeschränkt worden. Aber es gibt doch Wege und Möglichkeiten, dort nach wie vor wirtschaftlich miteinander im Austausch zu stehen. Ja, seit 2012 gab es 38 Veranstaltungen, Reisen, Empfänge mit dem Fokus Russland. Der ehemalige Wirtschaftsstaatssekretär hat vielleicht an dem einen oder anderen auch selbst teilgenommen. Und die Ausfuhren Thüringens nach Russland im Jahr 2018 waren sage und schreibe immer noch knapp 300 Millionen Euro. Umgekehrt Einfuhren aus Russland im Werte von knapp 60 Millionen Euro, wohlgemerkt im Jahr 2018. So, unsere Position als Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ist, dass Sanktionen grundsätzlich ein wenig probates Mittel sind, um politische Ziele zu erreichen. Wir haben ja auch gemerkt, dass in der Vergangenheit Sanktionen in der Hinsicht kaum was gebracht haben. Man sollte eher versuchen, durch gemeinsame Gespräche einen Nenner zu finden und dort dann auch die Wirtschaft nicht drunter leiden zu lassen, weil es unter Sanktionen letztendlich nicht die Regierenden leiden, sondern die Bevölkerung. Und das ist sicherlich kein Punkt, bei dem wir uns mit anderen gemein machen wollen. Uns geht es darum, dass Wachstum und Wohlstand natürlich in allererster Linie für unsere Volkswirtschaft, für Deutschland und für Thüringen existent sind. Aber wir profitieren auch davon, wenn es anderen Ländern gut geht, wenn die anderen Länder sind, und das sagte ich ja eingangs, potenzielle Nachfrager der Güter, die in Deutschland, Güter und Dienstleistungen, die in Deutschland hergestellt werden. Soweit meine Ausführungen. Vielen Dank. In der nächsten Runde Sie hier am Tisch haben zu können, dann wäre wahrscheinlich die Verständigung etwas besser. Aber vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, Herrn Dr. Stefan Blechschmidt von der LEG zu sprechen. Vielleicht können Sie da zu diesen Äußerungen noch ein paar Bemerkungen machen, bitte. Ja, das mache ich gern. Also ich wurde ja schon kurz eingeführt. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und hier auch sprechen darf. Ich leite Thüringen International in der Landesentwicklungsgesellschaft, und Thüringen International hat sich zur Aufgabe gemacht, im Auftrag des Thüringer Wirtschaftsministeriums gerade kleinmittelständischen Unternehmen wie die Chemrock GmbH auf ihrem Weg ins Ausland zu unterstützen. Und natürlich haben wir uns jetzt Gedanken gemacht, wie wir mit dieser Krise umgehen. Vorher hatten wir unsere Unterstützungsmaßnahmen, die aus Reisen bestehen, die aus Messen bestehen im Ausland, die aus Delegationsreisen mit politischer Flankierung bestehen.
Das war alles unter dem Aspekt des Freihandels, funktionierte das alles sehr gut. Es war alles sehr expansiv mit der mittelständischen Wirtschaft in Thüringen. Wir haben Märkte erobert zusammen für die Thüringer Unternehmen, mit den Thüringer Unternehmen. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir mit dieser Krise umgehen und wie unser unmittelbarer und mittelbarer Reflex auf diese Krise ist. Unmittelbar hieß das alles Virtualisierung. Wir machen aus jedem Informationsveranstaltung jetzt ein Webinar. Wir versuchen, Messen zu virtualisieren. Es gibt sogar Bestrebungen von einzelnen Außenhandelskammern, zum Beispiel Delegationsreisen, Unternehmensreisen zu virtualisieren. Aber wir haben gelernt, dass die Virtualisierung eigentlich nur eine Art, ich will mal sagen, Komplementärfunktion zu dem hat, was wir eigentlich zu organisieren haben. Ja, wir haben auch weiterhin die Aufgabe, und ich habe eben genau zugehört, was Herr Erdmer gesagt hat, auch weiterhin Messen zu organisieren, weil wir wissen, dass Messen für Thüringer Unternehmen immens wichtig sind als Akquisitionsinstrument. Wir erleben aber gerade, dass internationale Messen reihenweise abgesagt sind. Wir haben heute die Absage von der IMTS in Chicago gekriegt. Das ist eine Maschinenbaumesse in den USA, wo wir mit 5 Thüringer Unternehmen gewesen wären. Wir kriegen im Grunde genommen jeden Tag Absagen von internationalen Messen. Und was wir auch bespiegelt bekommen von der Thüringer Unternehmenschaft, dass Personenfreizügigkeit gerade das allergrößte Problem ist für unsere Thüringer Unternehmen. Das heißt, sie haben eine Anlage verkauft ins Ausland, sie bekommen ihre Monteure nicht dahin, sie können die Anlage nicht instand setzen, sie kommen einfach nicht raus. Und wir versuchen auch mit dem Innenministerium, auch mit dem Bundesinnenministerium, da Möglichkeiten für Ausnahmeregelungen zu schaffen, um die Menschen dahin zu bringen. Also es gibt einzelne Außenhandelskammern, die da schon Charterflüge beispielsweise anbieten. Es gibt die AHK China beispielsweise, AHK Greater China, die Charterflüge von Deutschland nach China organisiert. Wir versuchen da sowohl den Verkehr von Thüringen nach China zu beleben, wie auch von China nach Thüringen, weil das ist gleichermaßen der Fall, dass da auch ein großer Bedarf besteht. Wir versuchen da also Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten. Unmittelbar während der Krise hieß das, dass wir uns mit einem ganz neuen Thema beschäftigt haben, nämlich mit der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. Das war ein ganz neues Thema, was wir hatten, aber wir haben eben auch unser Netzwerk in China genutzt. Wir haben eine Repräsentanz in China, dass wir da Mittel und Möglichkeiten, Kanäle gefunden haben, wie persönliche Schutzausrüstung von China hier nach Thüringen kommt. Wir nutzen auch diese Auslandsrepräsentanten, die wir in 5 Ländern haben, weltweit, um sozusagen den Arm für die Thüringer Wirtschaft jetzt zu verlängern. Ja. Also wenn jetzt beispielsweise jemand von der Chemrock GmbH keine Möglichkeit hat, nach China zu reisen, haben wir durch unsere Repräsentanz in China die Möglichkeit, so eine Art Vertretung dorthin zu schicken. Natürlich können die keine Anlage für sie instand setzen, das ist uns auch klar, aber man kann im Grunde genommen etwas bewegen. Also da sehen wir unsere unmittelbaren Unterstützungsmöglichkeiten. Langfristig müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie die Weltwirtschaft sich aufstellt. Langfristig müssen wir uns Gedanken machen, wie die Produktionsketten, wie die Lieferketten sich gestalten und daraufhin unser Unterstützungsinstrumentarium ausrüsten. Aber das ist gerade im Prozess, will ich mal sagen. Und wir hoffen, dass wir auch weiterhin der Thüringer Unterstützung ein scharfes Schwert bei der Unterstützung sein können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Herr Völz hat sich verabschiedet. Ach so, ja, gut. Herr Völz hat sich also jetzt verabschiedet. Herr Bitterberg, bitte. Vielleicht ergänzend noch dazu, wir haben als Bundesverband 30 Auslandsrepräsentanzen, können aber natürlich nur in der Gemeinsamkeit, in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wirklich etwas erreichen. Deshalb auch eine gute und enge Zusammenarbeit mit der LEG. Wir haben ja zu unserem Jahresempfang am 2. März, an dem wir gemeinsam mit Herrn Erdmar für ein weltoffenes Thüringen geworben haben, vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir gleich aufgreifen können, weil das auch sicherlich Thema im Innenministerium ist, eigentlich mit der Vorbereitung der Reise nach Mittelasien begonnen, die ja federführend über die LEG stattfinden sollten, wo wir auch Unternehmen aus ganz Deutschland mit einbeziehen wollten, im Huckepack mit dem Thüringer Unternehmen. Vielleicht, Herr Dr. Blechschmidt, können Sie noch einen Satz sagen, wie da der Stand der Dinge ist? Ich vermute, das ist auch erstmal in die Ferne gerückt. Ja, das ist natürlich alles unmittelbar abhängig von der Personenfreizügigkeit, also von der Reisemöglichkeit, die wir überhaupt nach Zentralasien haben. Wir
fahren, was Unternehmensreisen angeht, wirklich auf Sicht. Also wir schauen, welche Märkte sich sukzessive öffnen. Das sind meistens die europäischen Märkte jetzt derzeit. Das ist die Türkei, das ist Südeuropa, das ist auch in Ansätzen schon China. Wie sich das mit Zentralasien entwickelt, das müssen wir wirklich auf Sicht fahren, würde ich mal sagen. Also wir stehen zu unserem Wort, dass wir das organisieren wollen, auch in Kooperation natürlich. Aber da sind wir wirklich abhängig von den Einreisebestimmungen und von den Hygieneregelungen vor Ort. Lassen sich da überhaupt Veranstaltungen durchführen? Wie groß dürfen die Veranstaltungen sein? Welche Restriktionen gibt es da vor Ort? Das ist alles dann einzupreisen, wenn wir so eine Reise organisieren gemeinsam. Aber grundsätzlich stehen wir dazu gerne bereit. Ja, vielen Dank. Herr Bleschmidt, jetzt wäre die Reihe an Ihnen, Herr Mayer. Es ist hier die Rede gewesen von den Bedeutungen der Außenwirtschaftsbeziehungen für den Mittelstand hier in Deutschland und vor allem auch in Thüringen. Es sind auch ein paar Grenzen genannt worden, an die es stößt. Können Sie aus der Politik jetzt sagen, wir sind dabei, diese Grenzen, da wo es also nicht weitergeht, schrittweise zu lockern oder Wege zu finden, um jetzt für die LEG oder für junge Mittelstandsunternehmen dort noch neue Wege zu bereiten, jetzt infolge der Corona-Krise? Naja, wir sind ja eigentlich schon noch mitten in der Krise drin, wobei das Ausstiegsmanagement jetzt begonnen hat. Mhm. Ich sage ja immer, das Management zu Beginn der Krise war schon eine Herausforderung, aber jetzt wieder rauszukommen, Krisenmanagement wieder heraus, das ist die größte Herausforderung. Und wir sind ja jetzt seit gestern auch in Thüringen ein Stück weit Vorreiter, was die Lockerungen anbelangt. Mhm. Und wir können uns das auch leisten, weil das Infektionsgeschehen in Thüringen sich positiv entwickelt hat. Nicht komplett in allen Bereichen des Landes, aber doch in weiten Teilen des Landes. Deswegen die Lockerung. Jetzt kommt es halt darauf an, das ist jetzt mehrfach angesprochen worden, Personenfreizügigkeit. Das heißt, wir haben ja zu Hochzeiten der Krise dann auch Beschränkungen erlassen, die dazu geführt haben, dass die Reisetätigkeit quasi komplett zum Erliegen gekommen ist. Das haben aber auch nicht nur wir, sondern natürlich auch andere Länder gemacht. Man konnte zum Beispiel nach Tschechien gar nicht mehr einreisen. Die Tschechen konnten aber zu uns kommen. Also man sieht, es war durchaus uneinheitlich, aber gerade für die mittelständischen Unternehmen, und ich komme ja auch aus einer Region, wo es viele mittelständische Unternehmen gibt, die international tätig sind, und ich spreche viel mit Unternehmern, die haben mir halt sehr deutlich gesagt, dass es momentan das größte Problem ist, wie eben schon angeklungen. Ja? Also wir werden ja jetzt die Quarantänebestimmungen für Einreisende aus den allermeisten Ländern lockern oder aufheben, sodass jetzt sukzessive Reiseverkehr jetzt wieder möglich ist. Dazu muss es aber erstmal Flugverbindungen geben. Die Bundesregierung hat jetzt erstmal der Lufthansa geholfen, dass wir weiterhin eine nationale Airline haben, die auch arbeitsfähig ist. Also es sind ganz viele Schritte, die jetzt wieder ins Laufen kommen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch, was jetzt die internationale Tätigkeit anbelangt, wieder vorankommen. Aber lassen Sie mich mal eine Sache sagen. Klar, wir sind jetzt im Krisenmodus. Und wir leiden unter der Krise. Der Außenhandel ist eingebrochen. Aber die Vergangenheit oder die Geschichte zeigt, jede Krise führt auch dazu, dass sich Dinge weiterentwickeln. Innovationsschübe werden ausgelöst. Und was wir gerade erleben, ist tatsächlich, dass wir jetzt begreifen, der Wert der Digitalisierung. Ja? Dass wir auch mal anfangen, Prozesse, die wir früher immer als Gesetz angesehen haben, da muss einer hin. Ja, der muss jetzt dorthin fliegen, das kostet 2 Tage Zeit und so weiter. Jetzt stellen wir fest, in Einzelfällen, wie Sie in Peru, da muss keiner hinfliegen, sondern ich kann das jetzt aus der Distanz und in Echtzeit quasi zu weitaus geringeren Kosten machen. Ja? Also ich bin, wissen Sie, man muss in der Politik auch, unsere Aufgabe ist es auch, psychologisch tätig zu sein. Und gerade in der Krise und gerade in der Wirtschaft, wir alle wissen das, Psychologie ist ein ganz wichtiger Faktor. Das muss auch, die Stimmung muss jetzt wieder kommen, damit die, sag ich mal, die auch wieder Einkäufe getätigt werden. Jetzt nicht nur Einzelhandel, sondern eben auch in der Industrie und so weiter. Und ich werbe dafür, jetzt da positiv nach vorne zu schauen. Und natürlich müssen wir alles dafür tun, dass es jetzt nicht zu Ausfällen kommt, dass also Unternehmen jetzt in die Knie gehen, die so unter der Krise leiden, dass sie nicht mehr weiter existieren können. Das ist unsere Aufgabe, das ist Krisenpolitik und das funktioniert meines Erachtens ganz gut.
Es gibt ja für diese ganze Situation auch keinerlei Rezepte. Jeder ist auf sich allein angewiesen. Sie haben auf Ihre Erfahrungen gebaut. Und wir müssen natürlich auch in Betracht ziehen, Sie haben es beide gesagt jetzt, die Krise ist noch nicht durch. Und es ist ja immer noch die zweite Welle im Gespräch. Wie geht man damit um? Aber Sie haben jetzt erstmal die Chancen gesehen, die sich da auftun. Und da gibt es sicherlich auch über die LEG da noch Möglichkeiten. Sie haben eine Visualisierung angesprochen, andere Wege noch zu gehen, um vielleicht Mängel hier im Außendienst oder in bestimmten Bereichen ausgleichen zu können. Ich habe jetzt nicht alles ganz konkret verstanden, was Herr Völz gesagt hat, aber er hat betont, dass die Außenwirtschaftsbeziehungen für Deutschland und den Mittelstand eine ganz wichtige Rolle spielen und dass das also auch für die Zukunft so bleiben wird. Und Herr Erdmann hat ja schon angedeutet, inwieweit, in welchen Ländern er unterwegs ist. Sehen Sie, Herr Mayer, jetzt aus Ihrer Sicht Länder, wo es derzeit zusätzlich zu der Corona-Krise besondere Schwierigkeiten gibt, den Mittelstand oder mittelständische Unternehmen hier aus Thüringen dort unterzubringen? Also wichtig ist für internationale Beziehungen, dass es dort einen Rechtsrahmen gibt, der verlässlich ist. Und auch eine politische Struktur oder politische Verhältnisse, die stabil sind, die auch verlässlich sind. Und da gibt es natürlich leider zahlreiche Länder momentan, wo man da ein Fragezeichen dahinter machen muss. Was mir Sorge bereitet, ist das, was sich gerade in Brasilien tut. Also dort breitet sich ja diese Krise, also die Krankheit auch rapide aus. Und ich merke, dass dieses Land politisch unter Druck kommt und so weiter. Es gibt andere Länder, wo man sich Sorgen machen muss, was die politischen Verhältnisse anbelangt. Leider muss man ja mittlerweile auch schon ein bisschen in die USA gucken, wo jetzt auch eine Gesellschaft total in Unruhe gekommen ist. Und ich sage das mal so ganz deutlich, weil die politische Führung da auch wirklich das angeheizt hat, also sprich der Präsident. Also man sieht, Politik ist dann doch sehr wichtig, gerade auch für wirtschaftliche Beziehungen. Was in Europa halt auch sich gezeigt hat, ist, wie gut es ist, dass wir die Europäische Union haben. Natürlich haben wir auch die Grenzen nach Frankreich geschlossen. Und ich bin ja, ich komme ja aus Süddeutschland, ich bin direkt an der Schweizer Grenze geboren und aufgewachsen. Die war nie zu sehen. Die war nie zu sehen. Und dann plötzlich geht durch meine Heimatstadt, ist es nicht ganz, aber ich bin in der Nähe aufgewachsen, durch Konstanz am Bodensee, eine Mauer durch die Stadt, weil Kreuzlingen, der Schweizer Teil der Stadt, eben abgeriegelt hat. Oder auch Deutschland hat abgeriegelt. Also Verhältnisse, die wir so gar nicht mehr in Betracht gezogen haben. Und das muss jetzt wirklich schnell wieder überwunden werden, aber das sehe ich ja auch. Wird gemacht, der Zaun ist wieder weg, es geht wieder nach vorne, die Schweizer kommen wieder zu uns zum Einkaufen und wir gehen in die Schweiz, um Urlaub zu machen. Also Sie sehen, es geht ja wieder voran. Also. Ja, ich frage Sie nochmal in der Richtung, die Renationalisierung der Lieferketten und so weiter. Da kommt man unweigerlich zu den Russland-Sanktionen. Da hat der Ministerpräsident Thüringens ja schon mal einen Vorstoß gemacht vor einiger Zeit, da Lockerungen zu bekommen, damit also auch mittelständische Unternehmen, das habe ich also bei Herrn Blechschmidt auch so rausgehört, dort wieder Fuß fassen können. Welche Chancen sehen Sie denn da zurzeit, da in diesem Bereich etwas tun zu können, als Thüringen oder vielleicht auch im Bundesrat? Ich war letztes Jahr, genau vor einem Jahr war ich in Russland und habe mich dort auch mit Parlamentariern getroffen vom russischen Föderationsrat und ich gehöre auch der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe an. So. Und ich habe schon gemerkt, dass Russland, natürlich gerade die Russen, die gucken auf uns und sagen, warum seid ihr so zurückhaltend? Was genau? Das ist deutsch-russische Beziehungen, die sind ja über die Geschichte hinweg, müssen wir jetzt nicht machen, das würde den Rahmen sprengen. Aber sie sind gerade für Thüringen natürlich wichtig. Und ich habe da sehr genau hingehört. Nur müssen beide Seiten aufeinander zugehen, aus meiner Sicht. Ja? Ich bin schon der Meinung, dass wir den Gesprächsfaden mit Russland wieder intensivieren müssen. Und gerade wir Ostdeutsche, wir können auch
sag ich mal, was die gesamtdeutsche Perspektive anbelangt, weil da natürlich der größere Teil Deutschlands immer nach Amerika oder auf atlantische Beziehungen fokussiert war. Wir müssen uns da auch stärker noch mal zu Wort melden und sagen, nein, auch die Beziehungen zu Russland sind wichtig. Auch die müssen sich weiterentwickeln. Das mit der Krim ist ein ungelöstes Problem. Das mit der Ostukraine ist ein ungelöstes Problem. Und wir müssen, wenn die Krise vorbei ist, diplomatisch wieder mehr tun, um diese Probleme dann letztendlich auch zu lösen. Und dann kann die Wirtschaft nachziehen. Ja. Also eine vollständige Aufhebung der Sanktionen wird es wahrscheinlich so schnell nicht geben. Aber ich rede von einer vollständigen Aufhebung. Gewisse Schritte sind meines Erachtens denkbar. Also auch aus Ihrer Sicht für die Thüringer Wirtschaft. Herr Bitterberg, jetzt haben wir wollen ja über die Corona-Krise und die Folgen sprechen. Herr Erdner hat gesagt, er ist also relativ gut dabei weggekommen. Sie haben es vorhin gesagt, die mittelständischen Unternehmen haben aber Verluste hinnehmen müssen, wie, wenn ich es richtig gehört habe, seit den 50er Jahren nicht mehr. Wie gehen die denn jetzt damit um, mit diesen Situationen? Also es gibt tatsächlich eine Reihe von Firmen, die sind de facto gar nicht betroffen. Also die setzen nach wie vor ihre Waren ab. Das ist ganz erstaunlich. Und es gibt Firmen, die sind von den Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung in doppelter Weise betroffen. Erstmal, dass sie sie umsetzen müssen und dann die Betroffenheit, dass einige das als freundlichen Schlag auf die Schulter empfinden, während sie am Abgrund stehen. Ich meine damit in erster Linie die in meinen Augen etwas gut gemeinte, aber unausgegorene Frage der Mehrwertsteuersenkung. Das ist zweifellos eine tolle Sache, wenn in diesem Land mal Steuern gesenkt werden. Aber während Amazon mit einem Knopfdruck seine Rechnungswesen verändert und seine Geschäftsbedingungen, muss der Mittelständler Tausende von Artikeln umpreisen, hat einen hohen bürokratischen Aufwand mit der hoffnungsfrohen Aussicht, das am 31.12. zum zweiten Mal machen zu können. Das heißt, die Bürokratiekosten werden den Effekt, den es haben könnte und der gewollt ist, ich unterstelle natürlich den guten Willen bei dieser Geschichte, der wird dadurch ruiniert. Also ich meine, wenn man dort zum Beispiel einen wirklichen Sprung hätte machen wollen, der allen Beteiligten hilft, sowohl den Konsumenten als auch den Unternehmen, hätte man die lange geforderte Vereinheitlichung der Mehrwertsteuersätze bei 15, von mir aus auch 16 oder 17%, das ist jetzt relativ egal, machen sollen und das auf Dauer. Denn dann hätte man einen dauerhaften Impuls und die Firmen hätten gesagt, okay, ich stelle es jetzt eben um, wie damals von 16 auf 19, dann eben jetzt wieder von 19 auf 16 zum Beispiel. Und das ist ein einmaliger Aufwand und alle haben was davon. Also ich will damit sagen, es gibt eine Reihe von Firmen, die haben von dieser Hilfsmaßnahme nur scheinbar etwas. Und ob der Handel das in vollem Umfang weitergeben will oder kann, mit den Mehraufwendungen, die er zu tragen hat, das wage ich auch noch zu bezweifeln. Und ob der Schub im Konsum kommt, wenn ich für meinen Joghurt statt 49, 48 Cent bezahle, ich glaube, das wage ich echt zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz finde ich Maßnahmen in diese Richtung gut. Besser hätte ich es gefunden, wenn man gesagt hätte, die lange versprochene Abschaffung des Solidaritätszuschlages, der vor 25 Jahren mal beschlossen wurde, ist, wenn der Zweck und der Sinn dieses Zuschlages erlischt, der wird abgeschafft, dann hätte das einen unbürokratischen Aufwand bedeutet, hätte mehr Glaubwürdigkeit für die Politik gegeben und am Ende hätte es denjenigen, die das Bruttosozialprodukt erwirtschaften, auch einen Schub gegeben in ihrem eigenen Portemonnaie und die Firmen entlastet. Herr Bitterberg, jetzt haben wir aber die Situation so, wie können Sie denn als Verband jetzt den mittelständischen Unternehmen in dieser Situation helfen? Also unsere Aufgabe ist es ja, gemeinsam mit der Politik über solche Dinge zu reden, weil der Herr Mayer hat es vollkommen richtig gesagt, die Politik setzt die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Und wir sind ja keine Maschinenstürmer, sondern wir sagen, wir bündeln die Interessen von möglichst vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, um zu sagen, das
ist gut gemacht, das sind unsere Forderungen, das können wir noch verbessern. Das ist also ein stetiger Kampf, der auf allen Ebenen geführt wird und da kann man, glaube ich, auch stolz drauf sein, dass wir als Verband mit vielen anderen in unserer Mittelstandsallianz tatsächlich überall flächendeckend vor Ort sind, dass wir auf kommunaler Ebene die Ansprechpartner haben, dass wir auf Landesebene gehört werden und miteinander reden und gemeinsam nach den wirklichen Lösungen suchen. Denn wenn wir keine Lösungen finden, gemeinsam mit der Politik, geben wir Raum für Extremisten. Überall dort, wo wir gute Lösungen haben, ist dort kein Platz. Und deshalb ist auch, sind auch solche Initiativen wie auf dem Impuls von Herrn Erdmer, den wir da aufgegriffen haben zu unserem Jahresempfang, zu sagen, für ein weltoffenes Thüringen, das ist ein Impuls, der eine ganz praktische Auswirkung hat, indem Politik sagt, ja, wir wollen die Position Ausländerfeindlichkeit zurückdrängen, wir wollen gemeinsam etwas tun und auf Augenhöhe mit ausländischen Partnern reden. Und ich glaube, Herr Erdmer wird das sicherlich bestätigen, dass man das Wort Ausländer nach einer gewissen Kennenlernphase gar nicht mehr gebraucht. Und das ist uns wichtig, weil wir haben gehört, jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab. Wir brauchen auch Investitionen in Thüringen und wir sollten die Leute mit offenen Armen aufnehmen, die hierher kommen, ohne, das muss man auch sagen, blauäugig zu sein. Da gibt es auch welche, die laufen mit dem Geldkoffer rum und kaufen Know-how auf. Auch da ist Politik dauerhaft und auf Bundesebene gefragt, dort Vorsicht walten zu lassen. Herr Bitterberg, vielen Dank. Herr Erdmer, Herr Bitterberg hat jetzt gesagt, was der Verband möglich macht an Hilfen. Welche Hilfen haben Sie denn vom Verband bekommen? Wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt? Also wir haben eigentlich bis jetzt keine Hilfen wirklich gebraucht. Also ich habe sehr viele E-Mails bekommen, wo wir uns also auch in, wo wir auch Informationen bekommen konnten vom Mittelstand. Und wir haben diese, wie gesagt, wir haben bisher wirklich keine Hilfen gebraucht. Natürlich haben auch wir Kurzarbeitergeld beantragt. Wir haben es beantragt. Aber ich habe gesagt, nein, wenn wir es nicht brauchen, dann nutzen wir es auch nicht. Und bis jetzt haben wir es noch nicht genutzt. Also alle Leute sind noch in Lohn und Brot. Alles ist noch so, wie es mal war. Und ich will auch versuchen, natürlich die Normalität in der Firma so weit wie möglich zu lassen. Ich meine, wir können uns das leisten. Und warum sollen wir dann Hilfen in Anspruch nehmen, wenn wir es uns leisten können? Ich meine, klar wurde ich immer informiert über Förderprogramme. Jetzt gibt es wieder ein Förderprogramm hier, Förderprogramm da, Geld da, Geld da. Aber am Ende sollen das die kriegen, die es wirklich brauchen. Vielleicht brauchen wir es ja auch. Vielleicht kommt es bei uns ja später. Wir wissen es ja nicht. Ne? Vielleicht bricht ja die Bauwirtschaft ein. Weltweit. Vielleicht wird nicht mehr investiert. Wir hatten das Phänomen ja 2008, 2009. Gut, wir als Spezialmaschinenhersteller waren nur mit 10% Umsatzrückgang betroffen. Aber es gab die großen Hersteller, Caterpillar, Volvo und so weiter, Komatsu. Bei denen ist das 70% eingebrochen. Da hat keiner mehr gekauft, weil die Banken gecrashed sind, weil keiner mehr finanziert hat. Also wir müssen auch sehen, wie sich das Bankenwesen entwickelt, wie die Banken durch diese Krise durchkommen. Nicht? Schaffen die das? Für den Mittelstand hoffe ich natürlich, dass es unseren Sparkassen und Volksbanken nicht noch schwerer gemacht wird mit der Bürokratie. Dass die weiterhin in der Lage sind, den Mittelstand zu finanzieren. Ne? Also das ist ganz wichtig. Also wenn die natürlich die Hände heben und sagen, wir können nicht mehr, dann ist das natürlich für den Mittelstand schlecht. Wir müssen sehen, wie das weitergeht. Ich meine, es wäre schön, man hätte so eine Glaskugel, wo man reinschaut, wie das sich alles entwickelt. Aber im Moment habe ich die nicht. Jetzt haben wir so eine Situation, wir sind jetzt, Sie haben es vorhin schon geschildert, haben Sie denn die Chance, so als Regierung jetzt diesen ganzen Prozess, der so gelaufen ist, alle Entscheidungen, die Sie machen, auch wissenschaftlich nochmal untersuchen zu lassen, um dann hinterher zu sagen, hier war es falsch oder hier hätten wir anders machen müssen? Ja, wir sind jetzt schon dabei, jetzt die Lehren aus der Krise zu ziehen. Wobei wir ja eigentlich noch mittendrin sind und man muss tatsächlich in Betracht ziehen, dass nochmal was kommt. Gerade wenn es dann wieder kühler wird und wir uns wieder in die Räume zurückziehen und dann ist das Ansteckungsrisiko wieder da und dann kann es nochmal zu einer zweiten Welle kommen. Aber wir sind jetzt schon besser vorbereitet. Wir haben unsere Lehren gezogen und lassen uns da auch nochmal wissenschaftlich begleiten. Es gab auch Dinge, die waren einfach Fehlannahmen. Aber wissen Sie, wir alle waren, so eine Situation hatten wir noch. Es gab keine Erfahrungswerte in dem Fall. Aber was ich jetzt mal sagen muss, wir haben das, glaube ich, auch
auch in Deutschland, gerade in unserem föderalen System, gut hinbekommen. Da gab es mal Ausreißer in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung. In der Summe hat sich das wieder ein Stück weit ausgeglichen und wir stehen gut da. Und Deutschland hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass wir Krise können und dass unser politisches System so gut ist, dass wir gut durch die Krise gekommen sind bis heute. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Und das haben wir natürlich auch der Wirtschaft zu verdanken. Ja? Weil natürlich viele Unternehmen, für sie ist es jetzt einfacher gewesen, für manche war es eine Katastrophe. Also ich wohne in Friedrichroda, das ist ein touristischer Ort. Dort hat das eingeschlagen wie eine Bombe tatsächlich. Also die ganzen Gaststätten und Hotels waren von heute auf morgen zu. Und wer Unternehmer ist, der weiß, was das bedeutet. Erstmal haben wir geholfen, eine Überbrückungshilfe, aber das wird sich niemals ausgleichen lassen. Und da ist Solidarität jetzt auch gefragt, also die ganze Wirtschaft, aber auch natürlich von Seiten der Politik, dass wir jetzt denen helfen, die wirklich hart getroffen sind oder Reisebüros, Tanzlehrer, oder Fitnessstudios. Ich habe ja immer den Kontakt auch zu diesen Leuten gesucht, die sich an mich gewandt haben, weil ich ja auch Abgeordneter im Landtag bin. Ich habe Briefe, die da kann man rausziehen oder rauslesen, wie am Ende die Menschen sind. Ja? Und das ist jetzt der Punkt, in der Krise jetzt diesen Leuten zu helfen. Und das tun wir ja auch. Es wird von Seiten der Bundesregierung nochmal ordentlich was draufgegeben, was jetzt auch Konjunkturprogramme anbelangt. Ja, das mit der Mehrwertsteuer habe ich auch schon gehört. Also ist auch schon bei mir angekommen, dass viele Unternehmen sagen, das bringt doch jetzt nicht viel außer Aufwand. Ja, auch das ist so eine Sache. Wenn man hätte natürlich da vielleicht auch sagen können, man macht was anderes. Aber das ist Teil eines Paketes und in der Summe würde ich sagen, ist es ein gutes Paket. Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für diese Beiträge. Ich frage jetzt mal, gibt es Fragen aus dem Chatbereich? Gibt es Fragen, die hier angekommen sind zum Thema? Oder gibt es hier Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Ja, ich gehe mal zur Frau Ruschel. Frau Ruschel, war mal Unternehmerin des Jahres in Erfurt, schon eine Weile her, höchst erfolgreich. Sieht so sonnengebräunt aus, sie kommt gerade von einer Weltreise. Insofern ist das Thema Internationales ihr quasi auf den Leib geschnitten. Ja, danke, Herr Bitterberg. Danke mich auch für die Einleitung, dass ich heute hier sein darf. Ja, es ist so, bis vor 8 Wochen bin ich einmal um die Welt gereist. Ich gehöre zu denjenigen, die einen Großteil der Reise genießen konnten, aber auch einen Monat durften wir an Bord eines Schiffes sein, glücklicherweise ohne Corona. Ja, damit haben wir aber auch viel mitbekommen, was so in den Ländern losgeht, ja, und auch die Probleme in den Ländern. Und deshalb, Sie hatten es vorhin auch erwähnt, oder Sie, Herr Minister, ja, wir können eigentlich glücklich schätzen, hier zu sein. Uns geht es gut in Deutschland im Verhältnis zu vielen anderen und man muss diese Krise auch als Chance sehen. Na, denn es werden auch überholte Dinge ausgeschaltet und an Bord war zum Beispiel 4 Wochen der Franz Alt, ich weiß, bekannt von vom ZDF, und er hat ja viel zum Thema Klimaschutz gesagt. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Krise auch den Klimaschutz voranbringen wird. Ja? Und auch Dinge, die überholt sind, einfach auch auslöscht. Als Unternehmer bin ich ein Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und hatte eigentlich das Glück, ja, Steuern geht immer. Ne? Wir hatten immer zu tun in der Wirtschaft, in der Krise, wahrscheinlich sogar mehr als vorher, mussten Kurzarbeitergeld rechnen für die vielen Firmen, für die was die gezahlt werden müssen hier in Thüringen. Ja, und haben das eben auch für uns als Chance gesehen. Ja, wir nehmen uns diesen Dingen an, den Problemen der Unternehmen an, helfen ihnen in dieser schweren Krise und achten darauf, dass wir selber stark bleiben. Denn das ist ja wichtig, ja, wenn man helfen will, muss man selber stark sein, sonst kann man es nicht tun. Und ich denke, ach, wichtig. Und zu Ihrem Thema und zum Thema Umsatzsteuer kann ich Ihnen nur beipflichten. Ja. Natürlich ist es eine gute Geschichte, aber insgesamt der Aufwand in der heutigen Zeit, in der hochmodernisierten Zeit, ist zu wenig. Was wir aber als Steuerberater als sehr positiv empfinden, ist diese Corona-Rücklage. Ja, dass man sagt, also ich kann, wie die Investitionsrücklage aus der Vergangenheit, können wir eine Corona-Rücklage bilden. Es wäre sehr schön, wenn wir sehr schnell dazu konkrete Informationen bekommen, wie die gebildet werden können, denn darauf warten die Unternehmer. Viele Unternehmen hatten 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr, ein
fast das erfolgreichste Jahr und warten jetzt darauf, wie sie 2020 diese Verluste, die da entstehen, ins Jahr vielleicht zurücktragen können. Das ist aus unserer Sicht für den Mittelstand und für die Unternehmen eine sehr gute Geschichte. Ja, wie viel können wir zurücktragen? Wie geht das? Geht das unkonventionell? Muss es handelsrechtlich? Ja, in der Wirtschaftsprüfung muss ja Handelsrecht und Steuerrecht gesehen werden. Muss das noch steuerrechtlich sein? Muss es handelsrechtlich sein? Das sind so Fragen, die wir relativ schnell brauchen. Eigentlich bis 30.06. ne, sollte es. Danke. Vielen Dank, Frau Ruschel. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Genau eine unserer Forderungen, Verlustrücktrag. Das würde den Firmen jetzt direkt unmittelbar helfen. Ganz wichtige Angelegenheit. Und im Übrigen, um zu Herrn Mayer und der Politik den Faden wieder zu spannen, in der Tat ist es so, dass das Paket, was die Bundesregierung geschnürt hat, im Großen und Ganzen hervorragende Impulse bringt, nämlich im Bereich neuer Technologien. Wasserstoff ist auch in meinen Augen eine Zukunftstechnologie. Ich mache mal eine kleine Werbung, wenn eine Messe stattfinden kann. 2. 3. November findet die East in Erfurt statt. Dort geht es um Speichertechnologien und um erneuerbare Energien. Dort spielt Wasserstoff auch eine große Rolle. Ich hoffe, dass wir wieder so weit sind, dass wir Messen durchführen können. Es wäre eine wichtige Geschichte. Und da gibt es eine Reihe von Einzelmaßnahmen, auch wie die Forschungsförderung, die eingeführt worden ist, die wir nur begrüßen können, wo die Bundesregierung die richtigen Impulse setzt. Nichtsdestotrotz sagen wir eben die ein oder andere Stelle, die wir nicht gut finden, die man besser machen könnte. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Verband, darauf hinzuweisen und in Kommunikation mit der Politik zu treten. Ja, mit Blick auf die Uhr könnten wir uns jetzt der Frage widmen, wo stehen wir in 10 Jahren? Ich fange mal bei Herrn Erdmann an, bei Ihnen ist es einfacher. Ja. Das ist natürlich. Wie sehen Sie die Situation? In 10 Jahren? In 10 Jahre älter? Wenn ich 10 Jahre älter bin, da wollte ich mich eigentlich schon zur Ruhe gesetzt haben, ehrlich bin, oder zumindest damit anfangen, mich in den Ruhestand zu versetzen. Ich habe da vielleicht so ein paar Punkte zusammengeschrieben. Ich meine, man weiß ja nicht, was ist in 10 Jahren und wie ist der Mittelstand dort aufgestellt? Wie ist die gesamte Situation? Dann schreiben wir ja das Jahr 2030. Nicht? Und ich meine, wie der Mittelstand sich in Thüringen entwickeln kann, hängt auch davon ab, wie die Bedingungen sind. Die Bedingungen von der Politik, von den Banken, inwiefern sind die Banken bereit, Risikokapital für Neugründer, für Innovationen zur Verfügung zu stellen. Und natürlich auch, wie ist das Ansehen des Unternehmers in der Gesellschaft? Wird der Unternehmer angesehen als wirklich jemand, der ein Risiko auf sich nimmt, der Arbeitsplätze schafft und, ich sag mal, der soziale Verantwortung trägt? Oder wird er wahrgenommen als der Kapitalist, der nur mit einem großen Auto rumfährt und die Menschen ausbeutet? Nicht? Also das ist auch eine Frage, wie wird der Unternehmer in der Gesellschaft wahrgenommen? Dann ist die Frage, wie geht der Staat mit dem Unternehmer um, sprich auch die Finanzämter? Nicht? Ist der Unternehmer bei manchen Finanzprüfern ein potenzieller Steuerhinterzieher oder ist er ein Partner, ne? der am Ende die Steuerprüfer ja auch bezahlt. Ich meine, das ist immer die Frage, wie führt man sich dann? Und das spricht sich ja auch rum. So ist das einfach. Ja. Und die Frage ist, wie gelingt es, junge Leute zu begeistern, Fachleute zu begeistern, die eine Idee haben, diese Idee dann wirklich auch rauszutragen in die Welt und zu vermarkten? Und Sie hatten es ja vorhin auch angesprochen, es ist tatsächlich so, wenn man, der Staat ist vielleicht, man hat eine Hemmschwelle, aber wenn man einmal rausgeht und Menschen kennenlernt, und ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit den Menschen im Ausland und ich bin viel geflogen. Und wenn man so im Flieger sitzt, dann denkt man halt auch über Strategien nach. Und dann vergisst man plötzlich, dass es da auch Grenzen gibt. Und dann überlegt man sich, ja Mensch, warum brauche ich denn jetzt wieder ein Visa nach China? Oder warum braucht denn der aus Ägypten jetzt ein Visa, nach Deutschland zu kommen? Und der aus Amerika kommt, der braucht jetzt kein Visa, weil wir haben auch so internationalen
Trainings gemacht und man muss den Leuten einfach Mut machen. Also man kann es wirklich schaffen. Es dauert eine Zeit lang. Man kann nicht davon ausgehen, dass man nach der ersten Messe gleich erfolgreich ist. Es dauert in manchen Ländern 2 Jahre, 3 Jahre. In Indien haben wir 4 Jahre gebraucht, um überhaupt die erste Maschine zu verkaufen. Das geht nicht so schnell von heute auf morgen. Man braucht noch Ausdauer bei der ganzen Geschichte. Und was wir brauchen, ist natürlich eine Vision. Wo will ich denn sein in 10 Jahren? Wo will ich denn als Gesellschaft sein? Und da gibt es natürlich verschiedene Visionen. Und ich meine, ich habe da vielleicht doch mal meine Glaskugel befragt. Und wie könnte denn, oder wie würde ich mir vorstellen, wie könnte eine Situation denn in 10 Jahren aussehen? Das ist alles etwas utopisch. Also im Jahr 2022 haben wir ein praxisorientiertes Bildungssystem eingeführt in Thüringen. Es gibt wieder Berufsausbildung mit Abitur. Das habe ich mal gemacht in Erfurt. An den Universitäten werden viele technische Fachrichtungen in der Kooperation mit einem Unternehmen angeboten, ähnlich wie die BA. Wir brauchen Leute, die aus der Praxis kommen oder die in die Praxis hineinwachsen. Das ist wichtig. Der Umsatz des Thüringer Mittelstandes hat sich in den letzten 10 Jahren, ich spreche jetzt aus der Sicht des Jahres 2030, um 50% erhöht. Und Thüringen ist bei der Meldung von Patenten an dritter Stelle in Deutschland, nach Baden-Württemberg und Bayern. Das ist eine Fiktion, eine Vision, eine Idee. Ja. Das Klima in Thüringen hat sich verändert, die Sommer sind heißer geworden, trockener, die Wälder haben ihren Fichtenbestand zu 60% verloren, aber es wurde sehr stark in Aufforstung der Wälder investiert und der Thüringer Forst gilt europaweit als führend in der Aufforstung und Erforschung von Anpflanzung auf trockenen Böden, könnte sein. 2030 fahren 50% der Unternehmer in Thüringen elektrisch und versorgen ihre Firmen im Durchschnitt zu 80% mit Solarenergie. Die Energiedichte der Solarbatterien hat sich im Vergleich zum Jahr 2020 verdoppelt und der Preis ist nur noch bei 30%. In Thüringen hat sich eine neue Solarbranche entwickelt. Die Thüringer Regierung fördert das Programm auf jedem Dach eine Solaranlage und in jedem Haus ein Batteriespeicher mit mehreren Milliarden Euro. Thüringer Unternehmen erforschen wieder am PV-Modul mit höherer Effizienz und deren Herstellung aus umweltneutralen Werkstoffen. In Arnstadt wird das erste Werk der sogenannten Feststoffbatterie gebaut. Thüringen und besonders die Gegend um Jena und Erfurt hat sich zum Deutschland zum Standort Nummer 1 in der Medizintechnik entwickelt. Und in Eisenach haben sich Firmen angesiedelt, die die ersten autonom fliegenden Flugtaxis mit elektrischen Antrieben bauen und erfolgreich auf dem Weltmarkt verkaufen. Ja, in der Region Bad Salzungen hat sich das Thüringer Zentrum der Recyclingwirtschaft entwickelt und dort wird halt über die Erforschung von Wiederverwertbarkeit von Abfällen, also werden die Wiederverwertbarkeit von Abfällen erforscht. Ja, und so weiter und so fort. Also man kann natürlich sehr viel machen. Das Steuersystem hat sich komplett geändert. Man hat sich global auf einen durchschnittlichen Umsatzsteuersatz von 35% geeinigt. Unternehmer bekommen davon 25% zurück, bezahlen effektiv 10%. Unternehmenssteuer. Alle anderen Steuern wurden abgeschafft. Steuerberater schulen um zu Lehrern oder in technische Berufe. Ja gut, das sind Fiktionen. Man geht natürlich auch in die Richtung, man muss es dem Mittelstand leichter machen. Man muss Bürokratie abbauen und auch gerade das Steuersystem muss einfach vereinfacht werden. Ob wir jetzt zu einer einheitlich globalen Umsatzsteuer kommen, damit werden natürlich alle Steueroasen trockengelegt. Nicht? Wenn jeder Unternehmer vom Umsatz 35% oder 10% zahlen muss, sind alle Steueroasen weg. Schaffen wir nicht. Dankeschön. Wo ich ein bisschen traurig bin, das ist die Tatsache, wenn wir in 10 Jahren diese Sendung hier wieder machen, da werde ich sie nicht moderieren können. Ja, vielleicht. Mit Sicherheit nicht, aber das sind Visionen, die hört man natürlich gern. Da ist also, wie geht es jetzt damit um, Herr Mayer? Naja, Sie haben ähnliche. Ich finde das gut, dass man sich auch mal, sag ich mal, tatsächlich mal Gedanken macht, wie könnte es in 10 Jahren aussehen. Das ist ja auch Aufgabe der Politik, das
kommt manchmal im täglichen Klein-Klein viel zu kurz, dass man auch mal deutlich macht, wo will ich eigentlich hin in 10 Jahren? Ja, das ist, oder was für eine Gesellschaft stelle ich mir vor? Und ich muss es leider kurz machen, weil ich jetzt auch schon auf dem Sprung bin. Aber was mir noch wichtig ist, bei all den Dingen, die Sie gesagt haben, die allermeisten unterstütze ich, es wird aber nicht so kommen. Ja. Wir können daran arbeiten, dass viele Dinge sich so in die Richtung entwickeln. Aber die Grundlage für alles ist, dass wir eine solidarische Gesellschaft entwickeln, wo wir zusammenhalten. Und das ist sowieso der zentrale Begriff, den ich auch für mich persönlich immer in den Vordergrund rücke, Zusammenhalt. Also auf allen Ebenen der Gesellschaft, in der Wirtschaft, aber natürlich auch in meinem Bereich, in der Politik, aber auch gerade dort, wo wir auch leben. Das sind Dinge, die kann man jetzt gar nicht so schnell auf den Punkt bringen. Das hat viel mit dem zu tun, was Sie eben angeschnitten haben. Zusammenhalt heißt nämlich auch Offenheit, dass wir wegkommen davon, dass wir in unseren Köpfen Grenzen haben, dass wir Menschen an ihrer Hautfarbe, wie soll ich sagen, einsortieren und Dinge, die wir jetzt gerade ja auch wieder erleben, also die auch schädlich für die Wirtschaft sind. Also es hat ganz viele Dimensionen, die über das Wirtschaftliche hinausgehen, sondern das gesellschaftliche Ziel vor Augen haben, und da müssen wir alle dran arbeiten. Ja? Die Wirtschaft, die Politik und natürlich auch die Verbände. Und insofern, ich bleibe aber immer Optimist. Das werde ich mir nie austreiben lassen. Und ich glaube, das ist das, was uns, was die Triebfeder ist, für sowas, so einen Prozess zu fördern, Optimismus. Herr Bitterberg, Ihre Position in 10 Jahren. Erstmal, Herr Mayer, nochmal vielen Dank. Ja. Erstmal für die Runde. Ich weiß, ich stehe schon wieder unter Zeitdruck. Danke, dass Sie da waren und noch da sind. Ich sag mal, mit einem leichten Augenzwinkern, in der Position, in der Sie sind, ist Optimismus auch sehr angebracht. Und ich wünsche Ihnen persönlich viel Glück dazu und dass wir Verhältnisse bekommen, die stabil sind in Thüringen. Das ist wichtig. Ich freue mich, dass nach einer schwierigen Phase mit Irrungen und Wirrungen, die uns ins Rampenlicht gebracht haben, in einer Art und Weise, die vielleicht uns nicht ganz gut getan hat, aber zumindest kennt jetzt jeder Thüringen in Deutschland, und dass Sie in Zukunft also stabile Verhältnisse haben und dass Sie da ein wichtiger Teil sind. Ich bedanke mich insofern auch, dass wir wissen, dass wir in Ihnen persönlich auch einen sehr zuverlässigen Partner haben, wenn es um Dinge gibt, in der Politik was zu bewegen und zu diskutieren. Also nochmal ausdrücklich mein herzliches Dankeschön. Wo sind wir in 10 Jahren? Schwierige Situation, schwierige Frage natürlich. Mir gefallen solche Visionen, wie sie Herr Erdmann entwirft, wo man am Anfang drüber lächelt, wo man aber im Hinterkopf haben sollte, nicht wie Helmut Schmidt es gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich glaube, Visionen sind wichtig, dass man zumindest im unternehmerischen Sinne und auch als Gesellschaft definiert, wo will ich hin, weil sich daraus Strategien ableiten lassen. Und wenn die Bundesregierung jetzt sagt, wir investieren 7 Milliarden in das Forschungsprojekt Wasserstoff, dann wird ein Weg beschritten, der meiner Meinung nach schon lange vorgezeichnet war, aber er wird jetzt auch unterlegt mit Handeln. Denn wir brauchen Geld, um dorthin zu kommen. Und ich glaube, dass wir unsere technologische Vorreiterschaft in der Welt nutzen können, wenn wir jetzt klug investieren. Und das heißt nicht unbedingt die Konservierung alter Strukturen, sondern Aufbruch zu neuen Dingen, basierend auf dem, was wir haben. Das heißt, wir können in dem Bereich der erneuerbaren Energien, der Klimatechnologien tatsächlich Nummer 1 werden, wieder, wenn wir es nicht schon sind, in vielen Bereichen, und dort viele Arbeitsplätze sichern und auch viele Dinge befrieden. Wichtig ist dabei, dass wir den Schlüssel zum Erfolg darin sehen, dass der Kitt, den diese Gesellschaft zusammenhält, tatsächlich der Mittelstand ist. Und dazu, zum Mittelstand im erweiterten Sinne, gehören in meiner Vision nicht nur die Unternehmen im klassischen Sinne, sondern auch
das klassische Bürgertum in die klassische Mittelschicht. Und wenn wir uns in dieser Gemeinsamkeit begreifen, dann können wir auch sagen, diejenigen, die in dieser Schicht sind, müssen dauerhaft entlastet werden, damit sie in ihren Visionen das Kapital sammeln können, um diese Vision umzusetzen und nicht auf die Almosen und Förderprogramme des Staates angewiesen sind, die in dem jetzigen System gut und richtig sind. Aber warum gibt es einen Elon Musk in den USA? Den kann es bei uns unter den gegebenen Strukturen nicht geben. Wir brauchen also Visionäre. Und wenn wir Visionäre haben wollen, in allen Bereichen, müssen wir ihnen Freiraum geben. Und das bedeutet nicht immer mehr Strukturen, nicht immer mehr Bürokratie, sondern Entlastung von Bürokratie und die Möglichkeit, sowohl für die Privatperson als auch für den Mittelständler Kapital anzusammeln, um in eigenem Gedanken und in eigener Verantwortung, Verantwortung ist der Schlüsselbegriff, Dinge voranzutreiben, die der Gesellschaft nützen. Und wenn wir da gemeinsam dran arbeiten können und gemeinsam diesen Weg entwickeln, bin ich frohen Mutes, dass der Mittelstand weiterhin der Kitt dieser Gesellschaft bleibt und die führende Kraft. Vielen Dank für diese für dieses Statement, für diesen Ausblick in die Zukunft. Ich frage nochmal an die Regie, gibt es noch Fragen? Keine weiter? Dann würde ich sagen, wir beenden die Diskussion hier. Perspektiven des deutschen und Thüringer Mittelstandes nach der Corona-Krise war das Thema heute. Wir haben viele Probleme angerissen. Wir haben das Thema wahrscheinlich nicht erschöpfend behandeln können. Das war auch nicht Ziel dieser Diskussion. Aber vielen Dank, Herr Mayer, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Herr Bitterberg, und vielen Dank, Herr Erdner, für Ihre Ausführungen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schäfer. Eine allgemeine Frage gebe ich noch mal in den Raum, die brauchen wir aber jetzt nicht zu diskutieren. Wir haben es eigentlich schon besprochen. Es kommt von einigen Mittelständlern der Wunsch, dass Aufträge auch von staatlicher Seite doch gerne erstmal an Thüringer Unternehmen, zumindest in der Angebotsfrage, weitergeleitet werden. Gut, okay. Vielen Dank. Okay.